Drittes Kapitel: Ideen, Urteil und Einbildungskraft der Massen. Punkt 1: Die Ideen der Massen. In meiner früheren Arbeit, wo ich die Bedeutung der Ideen für die Entwicklung der Völker untersuchte, habe ich gezeigt, dass jede Zivilisation sich aus einer geringen Anzahl selten erneuter Grundideen herleitet. Ich habe dort dargetan, wie diese Ideen sich in der Massenseele ausbreiten, mit welcher Schwierigkeit sie in sie eindringen und welche Macht sie dann gewinnen. Wir sahen schließlich, wie die großen historischen Erschütterungen meistens aus der Veränderung dieser Grundideen entspringen. Da ich diesen Gegenstand hinlänglich behandelt habe, so werde ich hier nicht auf ihn zurückkommen, und ich will mich darauf beschränken, einiges betreffs der den Massen zugänglichen Ideen und der Formen, in welchen sie dieselben erfassen, zu sagen. Man kann sie in zwei Klassen einteilen. Zu der einen zählen wir die unter dem Einflusse des Augenblickes entstandenen zufälligen und flüchtigen Ideen, zum Beispiel die Vorliebe für eine Person oder eine Lehre, zur anderen die Grundideen, denen das Milieu, die Vererbung, der Glaube eine sehr große Stabilität verleihen, wie zum Beispiel die religiösen Glaubenssätze von ehemals, die demokratischen und sozialen Ideen von heute. Man kann sich die Grundideen als die Wassermasse eines langsam dahinströmenden Flusses, die flüchtigen Ideen als die kleinen, immer wechselnden Wellen vorstellen, welche seine Oberfläche erregen und welche, wiewohl ohne wirkliche Bedeutung, sichtbarer sind als der Flusslauf selbst. In der Gegenwart geraten die Grundanschauungen, von denen unsere Väter lebten, immer mehr ins Wanken. Sie haben alle Festigkeit eingebüßt und zugleich zeigen sich die auf ihnen beruhenden Institutionen völlig erschüttert. Täglich bilden sich viele jener kleinen Ideen, von denen ich eben sprach. Nur wenige von ihnen aber scheinen zu wachsen und einen überwiegenden Einfluss gewinnen zu wollen, welcher Art auch die den Massen suggerierten Ideen sein mögen. Sie können nur zur Herrschaft gelangen, wenn sie eine ganz bestimmte und einfache Gestalt annehmen. Sie stellen sich dann als Bilder dar und sind den Massen nur in dieser Form zugänglich. Diese Vorstellungsbilder sind miteinander durch kein logisches Band der Analogie oder Sukzession verbunden. Sie können einander vertreten wie die Gläser einer Laterna Magica, die der Experimentator der Schachtel, in der sie übereinander geschichtet waren, entnimmt. Aus diesem Grunde kann man bei den Massen die entgegengesetzten Ideen nebeneinander sich erhalten sehen. Wie es der Augenblick mit sich bringt, ist die Masse einer der verschiedenen in ihrem Intellekt aufgespeicherten Ideen ausgesetzt und kann demzufolge die verschiedenartigsten Handlungen begehen. Ihr völliger Mangel an kritischem Geist lässt sie die Widersprüche nicht gewahren. Das ist aber kein den Massen ausschließlich eigenes Phänomen. Es findet sich auch bei vielen isolierten Individuen, nicht bloß beim primitiven Menschen, sondern auch bei allen, die durch eine Seite ihres Geistes, wie etwa die Anhänger eines starken religiösen Glaubens, dem Primitiven sich nähern. Ich habe es in erstaunlichem Grade bei gelehrten Hindus, die an europäischen Universitäten studierten und promovierten, konstatiert. Auf der festen Grundlage ihrer ererbten religiösen oder sozialen Ideen hatte sich, ohne dieselben zu stören, ein Grundstock abendländischer Anschauungen ohne Verwandtschaft mit jenen aufgeschichtet. Je nach den Zufälligkeiten des Augenblicks kamen bald die einen, bald die anderen, samt ihrem besonderen Gefolge von Handlungen oder Reden zum Vorschein, und dasselbe Individuum bot so die offenbarsten Widersprüche dar. Widersprüche mehr scheinbarer als wirklicher Art freilich. Denn bloß die ererbten Vorstellungen sind mächtig genug, um beim isolierten Individuum Motive des Verhaltens zu werden. Nur dann, wenn der Mensch infolge von Kreuzungen sich unter den Einflüssen verschiedener Erbschaften befindet,
können seine Handlungen wirklich von einem Augenblick zum anderen sich völlig widersprechen. Es hat keinen Zweck, hier bei diesen Erscheinungen zu verweilen, so groß auch ihre psychologische Bedeutung ist. Es ist meiner Meinung nach zu ihrem Verständnis wenigstens 10-jähriges Reisen und Beobachten nötig. Da die Ideen den Massen nur in sehr einfacher Gestalt zugänglich sind, so müssen sie, um populär zu werden, oft völlig sich umformen. Besonders bei etwas höheren philosophischen oder wissenschaftlichen Ideen lässt sich dies Maß von Modifikationen ersehen, deren sie bedürfen, um von Schichte zu Schichte bis zum Niveau der Massen hinunterzusteigen. Diese Modifikationen sind abhängig von der Art der Masse oder von der Rasse, der diese angehört. Aber stets bestehen sie in Verringerungen und Vereinfachungen. Daher gibt es für den sozialen Gesichtspunkt in Wahrheit keine Hierarchie oder Ideen, das heißt mehr oder weniger hohe Anschauungen. Schon dadurch, dass eine Idee zu den Massen gelangt und hier zu wirken vermag, ist sie, mag sie ursprünglich noch so groß und wahr gewesen sein, beinahe alles dessen beraubt, was ihre Größe und Erhabenheit ausmacht. Übrigens ist, vom sozialen Gesichtspunkt betrachtet, der hierarchische Wert einer Idee bedeutungslos. Was zu beachten ist, sind die von ihr erzeugten Wirkungen, die christlichen Ideen des Mittelalters, die demokratischen Ideen des 18. Jahrhunderts, die sozialen Ideen der Gegenwart stehen wohl nicht besonders hoch. Man kann sie in philosophischer Beziehung nur als ziemlich armselige Irrtümer betrachten. Und doch hatten sie eine ungeheure Bedeutung und noch lange werden sie zu den wesentlichsten Faktoren des Verhaltens der Staaten zählen. Auch nach ihren Umformungen, durch die sie den Massen zugänglich wird, wirkt die Idee erst, wenn sie auf einem noch zu untersuchenden Wege in das Unbewusste gedrungen und zu einem Gefühl geworden ist, was stets lange Zeit braucht. Man darf in der Tat nicht glauben, eine Idee könne bloß durch den Beweis ihrer Richtigkeit selbst auch nur bei den Gebildeten ihre Wirkung erzielen. Wir überzeugen uns davon, sobald wir sehen, wie wenig Einfluss eine noch so klare Beweisführung auf die Mehrzahl der Menschen hat. Ein unterrichteter Zuhörer wird die Evidenz des Beweises, wenn sie am Tage liegt, anerkennen. Aber das Unbewusste in ihm wird ihn bald zu seinen ursprünglichen Anschauungen zurückbringen. Nach Verlauf einiger Tage wird er uns seine alten Argumente mit genau denselben Worten vorbringen. Er befindet sich tatsächlich unter dem Einflusse älterer Ideen, die gefühlsmäßig geworden sind. Sie sind es, die auf die tiefliegenden Motive unseres Handelns und Sprechens einwirken. Bei den Massen kann es sich nicht anders verhalten. Ist aber eine Idee auf diesem oder jenem Wege endlich in die Massenseele eingedrungen, dann besitzt sie eine unwiderstehliche Macht und entfaltet eine ganze Reihe von Wirkungen, die man über sich ergehen lassen muss. Die philosophischen Ideen, welche zur Französischen Revolution geführt haben, brauchten fast ein Jahrhundert, um in der Massenseele Wurzel zu fassen. Ihre unwiderstehliche Gewalt, die sie dann erlangten, ist bekannt. Der Ansturm eines ganzen Volkes zur Eroberung der sozialen Gleichheit, zur Verwirklichung abstrakter Rechte und idealer Freiheiten erschütterte alle Throne und erregte in der abendländischen Welt einen völligen Umsturz. 20 Jahre lang fielen die Völker übereinander her und Europa erlebte Hekatomben, die Genghis Khan und Tamerlan erschreckt hätten. Nie sah die Welt in solchem Maß, dass die Entfesselung einer Idee zu leisten vermag. Die Ideen brauchen lange Zeit, um in der Massenseele Fuß zu fassen. Aber ebenso lang währt es, bis sie aus dieser schwinden. Die Massen sind daher hinsichtlich der Ideen stets mehrere Generationen hinter der Wissenschaft und Philosophie zurück.
Alle Staatsmänner wissen heute wohl, wie viel Irrtum in den von mir angeführten Ideen steckt. Da aber deren Einfluss noch sehr groß ist, so sind sie genötigt, nach Grundsätzen zu regieren, an deren Wahrheit sie nicht mehr glauben.